zum ersten Video der Review-Woche. Ich habe euch abstimmen lassen im Community-Tab und da haben über 20 Menschen die Review-Woche haben wollen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer einen Blick in den Community-Tab zu machen, denn ich lasse gerne über solche Sachen abstimmen. Und es gibt dieses Mal eine kleine Besonderheit, vielleicht hast du den Reel zu dem Produkt schon gesehen, denn ich möchte zu jedem Produkt, das ich in der Woche vorstelle, mindestens auch ein Reel produzieren. Und heute geht es mal um den Liquid Moisturizer von Isana und ob das ein Dupe zu dem No Liquid Hydrator ist. Ich habe, als dieses Produkt rausgekommen ist, nicht direkt mitbekommen, dass es dieses Produkt gibt. Das ist total eigenartig, denn ich habe vor Ort ja keinen Rossmann und online habe ich nichts gesehen. Gut, ich gucke jetzt online auch nicht regelmäßig durch, weil ich das relativ uninteressant finde. Da ist es natürlich ein bisschen interessanter, durch den Laden zu gehen und neue Produkte zu finden. Der 120 Stunden Liquid Hydrator. Das ist wieder so ein bisschen Marketing, ne? Also was soll das mit diesen 120 Stunden? Das stelle ich schon ein bisschen in Frage, aber da wird gerne so ein bisschen übertrieben. Soll eine Kopie zu dem No Liquid Hydrator sein. Und hier zahlt man ja 6 Euro weniger und das fand ich dann schon ganz interessant. Da mir verschiedene Leute gesagt haben, das soll wie der Liquid Hydrator sein, war ich auch fest davon überzeugt, dass ich hier auch die gleiche Verpackung habe. Also da dieses zum Rauströpfeln. Und dann habe ich das so gesehen und dachte, ah, das ist ein Spray. Aber ein Spray war es auch nicht, das war was zu pumpen. Und das fand ich dann schon irgendwie merkwürdig. Ich habe mal die Inhaltsstoffe von den beiden Produkten vergleicht, also vom Liquid Hydrator und von diesem Produkt hier. Der Liquid Hydrator von No ist natürlich schon noch ein bisschen hochwertiger, kann man an der Stelle schon sagen. Aber dieses Produkt nimmt dem nichts. Aber was ich hier hatte, war eine kleine Hautreaktion, die sich aber mit der Zeit so ein bisschen verflüchtigt hat, lustigerweise. Anfänglich habe ich an verschiedenen Stellen im Gesicht so kleine Hubbel bekommen. So Unterlagerungen, ganz seltsam, weil normalerweise reagiere ich nicht auf Inhaltsstoffe. Und ich weiß halt auch von Zuschauern von mir, dass die da eben auch so ein bisschen reagiert haben und das Produkt relativ schnell wieder gelassen haben. Aber ich bin nicht so empfindlich Inhaltsstoffen gegenüber und meine Haut reagiert in der Regel da nicht so. Aber hier hat sie reagiert. Und dann hatte ich den eine Weile lang wieder weggestellt und habe den nur selten benutzt, weil das mit diesen Hubbeln, mit diesen Unterlagerungen fand ich dann doch auch nicht so schön. Aber das hat sich lustigerweise mit der Zeit wieder gelegt. Man pumpt sich da das Produkt raus, finde ich ein bisschen blöd, finde ich immer noch ein bisschen blöd. Denn ich finde so den Mechanismus, wenn man das Produkt ja zu 100% nachmachen möchte, wer weiß, ob sie das nachmachen wollten. Ich unterstelle das Isana jetzt mal nicht, aber ich finde dieses Rauströpfeln finde ich wesentlich geschickter als das hier jetzt, ich weiß auch nicht. Für mich hat sich das halt einfach befremdlich angefühlt, weil ich zum einen eben die No-Verpackung erwartet habe, dann irgendwie den Kopf gesehen habe und gedacht habe, das ist zum Raussprühen und habe mir gedacht, das ist vielleicht auch nicht geschickt, das ist vielleicht auch recht geschickt und dann war es halt doch so ein Pumper, den ich halt in dem Fall doch ein bisschen ungeschickt empfinde. Aber das ist nur eine Empfindungssache, mehr oder weniger, das hat nichts damit zu tun, ob das irgendwie gut oder schlecht ist. Weil im Endeffekt nimmt sich das ja nicht so viel. Es ist für mich mehr oder weniger eine persönliche Sache. Für 3,99 Euro ist das wirklich eine richtig coole Sache. Wer sich eben das No-Produkt nicht leisten möchte, der ist hier halt auch ganz gut gelegen, weil das eben halt auch Inhaltsstoffe beinhaltet, die die Haut beruhigt. Und das tat es bei mir auch, nachdem die Reaktion dann Gott sei Dank irgendwann weggeblieben ist. Ne? Also am Anfang diese komischen Hubbel, da dachte ich auch, von was kommt denn das? Und normalerweise habe ich keine Hautreaktion und Gott sei Dank waren die dann danach auch weg. Ich bin jemand, ich mag das unwahrscheinlich gerne, wenn ich morgens meine Skincare-Routine mache,
dass da halt noch so irgendwie was Feuchtes mit im Spiel ist, damit du eben die restliche Pflege gut in die Haut reinkriegst. Und ich finde, das hat morgens ganz angenehm, gerade irgendwie unter dem Sonnenschutz ist das eine richtig tolle Sache. Weil manch ein Sonnenschutz, wenn das Produkt zu gelig ist beispielsweise, das pellt dann gerne ab. Und das habe ich hier nicht so. Das habe ich hier nur so ein bisschen. Kommt halt immer auf den Sonnenschutz drauf an. Und ich spiele natürlich auch so ein bisschen mit dem Kolibri-Sonnenschutz rum, was ich da drunter tragen kann. Und den könnte ich drunter tragen. Das pellt dann nur so ein bisschen ab. Ne? Also es reagiert schon auch. Aber Gott sei Dank reagiert es nur so ein bisschen. Also ist es für mich natürlich auch alltagstauglich. Und auch vom Preis her finde ich es eine richtig tolle Sache. Und ich muss an der Stelle wirklich sagen, ich kaufe ja viel dieses Isana-Gesichtswasser, dieses Pure-Gesichtswasser. Aber da könnte ich mir hier auch vorstellen, dass ich mir das nachkaufe. Denn es tut seinen Job. Ich erwarte natürlich auch nicht unwahrscheinlich viel von dem Produkt. Aber dass das irgendwie ein Dupe ist, würde ich jetzt nicht sagen. Denn da hat einfach das No-Produkt ein Alleinstellungsmerkmal. Das beruhigt einfach die Haut noch ein Stückchen mehr. Aber wer eben sowas Ähnliches haben möchte, das eben ähnlich funktioniert, der ist hier ganz gut aufgehoben. Denn für 3,99 € kannst du einfach überhaupt nichts sagen. Falls du andere Erfahrungen mit dem Produkt gemacht hast und ganz andere Meinung wie ich bist, schreib das auf jeden Fall unten in die Kommentare. Das ist wichtig für meine Zuschauer, um einfach eine Meinung zu bilden. Und nicht jede Haut ist gleich, also funktioniert das Produkt auch auf jeder Haut so ein bisschen anders. Kennst du das Produkt also? Schreib mir gerne deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle schon wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.